Ich mache meine Weiterbildung zum Facharzt am Berner Curriculum, weil ich jetzt in Bern studiert habe und mich sehr für die allgemeine innere Medizin interessiere, auch vor allem für die Hausarztmedizin. Das Ganze ist halt so ein grosses Gebiet und es war immer so ein bisschen unklar, wie man das genau organisieren muss. Im Berner Curriculum für allgemeine innere Medizin die wir Assistenzärzte auf ihrem Weg zum Spitalinternist oder zum Hausarzt begleiten. Und bei uns ist sicher der grosse Vorteil, dass wir ein regelmäßiges Mentoring haben, das alle 6 Monate stattfindet, wo wir schauen können, wo die Assistenzärzte stehen und was so die nächsten Schritte sind. Am meisten Respekt habe ich, wenn ich an meine Weiterbildungszeit denke. Ist so etwas, was alles auf einem zukommt, halt die neue Arbeit, all das auch arbeiten. Und ich denke, die Mentorin kann einem dabei sehr gut helfen, dass sie so ein bisschen das Rundherum, was nicht um das Arbeiten geht, einem ein bisschen hilft zu strukturieren. Da ich selber in einer Hausarztpraxis arbeite, weiss ich, was die Fächer sind oder die Rotationen sind, die wichtig sind oder relevant sind für den späteren Berufsalltag, und kann ihnen natürlich da dementsprechend Tipps weitergeben. Ich finde es super, als Mentorin zu arbeiten, weil ich Kontakt habe mit den jungen Leuten, mit den jungen angehenden Hausärzten, und sie eigentlich dazu unterstützen können, wirklich in die Hausarztpraxis zu gehen. Und es ist einfach der schönste und der vielfältigste Beruf.